Dann frage doch mal, Tsunamin, 2 Jahre später, wo finden wir dich? Was tust du? Ich glaube, Zulamin wird Zeit brauchen, um das Ganze zu verarbeiten. Denn sie hat wirklich viel verloren und ich weiß nicht, vielleicht wird sie nach der Schlacht erst einmal nach Yanka zurückkehren, was ja irgendwie ihre Stadt und ihre Verantwortung ist. Und vielleicht, nur vielleicht, wenn so die Jahre ins Land gehen, wird sich die Raya-Kirche dazu entscheiden, sie zur Hüterin des Siebten Schleiers und Sultana von Elburum zu machen. Abelmir, 2 Jahre später. Ich bin nach dem Kampf in die Wüste Kuhm gezogen, der Vision meiner dunklen Herren folgend, und suche sie, um von ihr meine Aufträge, mein Schicksal zu erfahren. Was ist noch auf dieser Welt zu tun? Womit kann ich dienen? Womit kann ich ihr dienen? Womit kann ich ihre Anhänger stärken und ihre Anhängerschaft vermehren? Nimmst du Eleven auf bei dir? Natürlich. Okay, das heißt, man kann bei dir in die Ausbildung gehen? Ich weiß nicht, ob ich geweiht bin, aber ich bin wahrscheinlich ein Akkalud, aber. Nee, ich meine jetzt nicht als Böhmerisch, sondern also generell als Magier. Nimmst du Ja, andere ja. Eleven als Magier auf? Natürlich, aber Klar, den Weg der Schatten. immer nur einen. Bis Magister Elgarstein dann halt den Attentäter schickt. Immer nur einen, bis deine Ausbildung beendet ist, und dann muss ich schauen, ob einen weiteren fähigen und geeigneten Anwärter auf, ja, auf mein Erbe gibt. Die Regel der zwei. Genau. Es kann immer nur einen Meister und einen Schüler geben. Genau. Aldan Robel, 2 Jahre später. Ja, ich nehme an, also Haldan. Also es ist alles gar nicht so schlecht gelaufen für Haldan. Wir sind wieder in der Heimat, das ist ja schön. Haben angefangen, ein Haus zu bauen. Ein schönes Haus. Haldan ist in sein Dorf zurückgezogen, hat eine kleine Hütte gebaut. Und bestellt jetzt ein Feld, hat sich einige Kühe geleistet und sogar einige Ziegen. Also es geht Haldan sehr gut und Haldan ist sehr zufrieden. Er schreibt ab und zu Briefe an Abelmir, die nicht beantwortet werden. Aber das ist schon in Ordnung. Midas. Ja, Midas Du bist ist oben bei Fels. aufgestiegen, und Boltax ist, naja, im Limbus und errichtet dort mit Hilfe der Feuer der Shasnabar ein Refugium der Elemente im Limbus, was es ansonsten nicht gibt, weil es bisher keine Elemente im Limbus gab. Aber jetzt schon. Tulamin wird auf jeden Fall Zeit ihres Lebens in Kontakt mit Isarun, Kiaras und vielleicht sogar Abelmir bleiben. Ich weiß nicht, ob Abelmir in seinem neuen Leben noch Zeit hat für eine Korrespondenz, aber ich bin sicher, dass wir eine solche führen Ich bin wahrscheinlich eher so eremitisch. könnten. Na, wir werden dann demnächst ganz viele DSA 5 Helden haben, die alle Schüler des Abelmir sind. Bleibt zu wünschen. Kann ja immer nur der eine sein. Aber ein wichtiger Punkt sei noch angemerkt. Schnabelmir hat natürlich überlebt. Er hat ein fantastisches Leben. Ein Scheiß hat der. In dem Moment, sobald keiner auf ihn draufgeschaut hat, hat sich die Hölle aufgetan und ihn verschluckt. Das Problem ist, dass er bis dahin immer von mindestens einer Person unter Beobachtung war, aber dann haben die alle gleichzeitig geblinzelt und weg waren. So, Ronga. Ronga zieht es zurück in die Bildermark. Schließlich hat er da einige Aufgaben noch vor sich. Die Wildermark ist noch lange nicht befriedet. Und jetzt, da er der Waffenmeister des Baron Travigos zieht und ihm da zum ersten Mal eine wirklich feste Anstellung gegeben ist, wird er dieses Leben, zumindest die nächsten Jahre, mal ein wenig ausprobieren. Und selbstverständlich wird er auch das Dorf von dem guten Haldern Rogel das ein oder andere Mal einen Besuch abstatten und seinen ganzen Bekannten und Genossen von seinen Heldentaten erzählen, was sie ihm selbst wahrscheinlich gar nicht glauben werden. Aber Bonga wird nicht übertreiben. Und
Wahrscheinlich wird Runga das Heldenabenteuerleben wieder aufnehmen, sofern es denn seine Pflichten zulassen. Heptarchentöter. Lorana wartet auf euch, die Wildermark, die Quanions-Queste. Aber für Zulamin und Abelmir war das genug der Reise. Ende.